Mann, akzeptier die fucking Steuerung einfach. Wenn ich sage, du sollst ihn als menschlichen Schild benutzen, benutzt du ihn als menschliches Schild. Und nicht, oh, ich habe jetzt ein paar Treffer kassiert, obwohl ich einen hätte als menschlichen Schild benutzen können. Yeah. So, das haben wir auch erledigt. Hier noch jemand was? Oh, was war das denn für ein über Special Mega Move? Gib ihm doch jetzt den Rest, Alter. Ey, manche Moves sind echt mega cool, Alter. Boom. Was ist, ha? Was willst du? Wir sind dann gestochen, du Schwein. Schweinchen. Ich habe auch vor, wenn ich jetzt auf Xbox One auch aufnehmen kann. Auch da gleichzeitig zu streamen, so Special-Folgen mal rauszumachen, wo man gleichzeitig mitgucken kann, streammäßig. Und, gleich die Aufnahme mitmachen kann, dass du eigentlich auch mal mit der Aufnahme mit dabei sind halt. Und so weiter und so fort. So, das sind wir auch mit. Ich glaube, langsam könnten wir mal irgendwann mal das Schiff mal anfangen zu specialen. Ja, was ist das denn? Okay, wir haben ein Fragment gefunden. Ach, wir müssen unter Wasser. Ja, okay, dann. Ist ja alles klar. Wo zum Fick ist das? Muss ich da hin? Ein Anschein noch? Erstmal holen wir uns das Ding da ab. Ja, ich weiß. Und einmal driften hier bitte. Ja, ein bisschen Gas geben wieder. Ich hoffe, das schlachten die jetzt nicht so krass aus mit den Schiffen. Dass es jetzt in jedem neuen Assassin's Creed Teil wieder Schiffe mit dabei sind. So ein Kack, ey. So. Mal kurz mal hier betraden. Über das Bauen. Wir haben 5000 haben wir jetzt. Wir können noch ein bisschen was verkaufen, glaube ich. Fracht verkaufen. Tabak. Oh, können wir noch ein bisschen Stein. Gebäuden benutzt. Stoff, Metall und Holz. Also im Endeffekt kann man wirklich effektiv nur noch Tabak verkaufen anscheinend. Weil Stoff, Metall und Holz brauchst du halt für deine Schiffverbesserung. Stein, wenn du damit jetzt den Dings verbesserst, hier so ein Gebäude verbesserst, dann brauchst du auch Stein an sich. Die Fracht mit einem, ja, du kannst im Endeffekt nur noch Tabak wirklich effektiv verkaufen. Das ist doch auch bescheuert irgendwie. Bestätigen. Okay, dann wollen wir jetzt mal gucken. Warte mal, wir gucken der Karte hier rein. Mein Freund ist auf Twitter da und hat die Tür. Ah. Okay. Kaufen. Marigan verbessern. Rumpfpanzerung. Breitseitenkanone. Bugkaronade. Betäuben von Gegnern, Stärke der Bomben, schwere Kugeln, brennendes Öl, Steuerung für schwere Kugeln, Mannschaftsquartiere, Breitboot, nach Beiboot, Laderaum für Harpunen. Am Anfang ist immer so ein bisschen schwierig. Ach, Rumpfpanzerung kann ich noch gar nicht, da brauche ich noch ein bisschen Holz. Das heißt, wir können jetzt erstmal die Breitseitenkanonen ein bisschen mal verstärken. Ich jetzt eigentlich echt gern die Rumpfpanzerung ausbauen würde. 4
Flug. Ja, noch keine Masse haben wir auch noch nicht. Voraussetzungen und diese Verbesserungsfreizeichen müssen sie in der Hauptgeschichte weiter vorankommen. Der Packelgewehre. Ich habe ja keine Packelgewehre. Daher kann ich es noch nicht verbessern. Die kommen also erst später, okay. Können wir nicht so viel verbessern, dann lassen wir es auch noch erstmal. Morgen können wir noch gar nicht irgendwas ändern. Ja, dann belassen wir es erstmal dabei. Wir haben es versucht, Leute. Wir haben es versucht. Sehr schön. Wir haben wieder einen Platz. Okay, wollen wir in der Hauptgeschichte weiterkommen, damit wir unsere Beidseitenkanonen und Beidseitenkanonen sei schon unsere Dingens kriegen und unsere Mörser. So, ich habe echt null Plan, wo ich hin muss, aber ich weiß, dass da oben ein Dingens ist und irgendwie eine Scheune, die blau markiert ist. Ein kleiner Sieg. Ja, ich kann einfach mal die Mission von hier oben aus starten. Hab, 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 hab. Wir haben euch nicht umsonst ausgesperrt, habt nochmal. Ist auch immer dann anfangen, wenn ich zu aufnahmemäßig irgendwas machen will. Oh, hör auf zu stöhnen! Hör auf zu stöhnen, bitte! Wir gehen auch, achso, apropos mit diesem Stream oder sowas. Okay, okay, wünsche einen von euch. Also wenn ihr irgendwas habt, was ihr gerne mal gesehen, gestreamt haben wollt oder sowas, sagt es ruhig. So, mal, wo kann ich denn hier runterspringen? Versuchen ins Wasser zu jumpen. Wo man alles in der Welt. Na super, das soll ich von da oben aus sehen. Ist klar. Du bist nicht mehr ganz dicht, Alter. So, pass mal auf. Hinten haben wir ein Shanty. Und zack, zack, bumm. Die haben noch irgendwie so ein komisches Ding. So ein Gebäude. Keine Ahnung, warum ich das mache. Ich mach's einfach. Ein bisschen Straßenkampf hier. Zack, zack, bam. Ja, ja. Ich will gleich mal sagen, dass ich hier in der Stadt bin, ey, damit wir gleich wissen, wer hier der Boss ist. Und auch ja keine Unangenehmen irgendwie aufkommen. Verdammter Wichser, ey! Natürlich bist du so schnell mit diesem Kack, Alter. Gut, bevor ich bei dir bin, zu ballern. So. Sch! Ich kann eine Bombe werfen. Jetzt können wir Bombe werfen. Ich will den Shanty haben. Das Fragment ist ein Bonus. Natürlich, ist klar, auf jeden Fall, du Scheißkerl. Alter, du dummes Drecksvieh von einem Scheißidioten. Ey, du sollst da... Mann, wie blöd sind Assassinen eigentlich? Kein Wunder, dass sie jetzt mal verlieren. Tante Scheiße. Gut, das ist doch kein Wunder, dass die nichts auf der Reihe kriegen, die Assassinen. Wenn sie so da grenzdebil sind, diese Scheiße hoch zu jumpen. Boah, geht mir das auf den Semmel wieder die Steuerung. Anstatt jedes zweite Jahr irgendwie so ein... wo jedes Jahr ein scheiß Spiel rauszuklatschen, sollten sie eigentlich mal anfangen, sich um ein Spiel richtig zu kümmern. Verdammte Kacke, Alter. Ja, statt die Mission. Chevalier, was ist mit eurem Schiff? Es gab ein winziges Scharmützel. Ich hab's zugesehen. Die Schiffe habe ich ins nasse Grab geschickt. Die Gerfur wäre beinahe gefunden. Und da ging es euch besser, Le Chasseur? In der Tat. Ich habe erfahren, dass dieser Samuel Smith überall nach Antworten gesucht hat, um die Funktionsweise der geheimnisvollen Schatulle zu ergründen
Er ist aus Europa zurück. Wo ist er jetzt? Macht seinen Schoner flott. Wenn ihr euch eilt, trefft ihr ihn auch dort. Ach, wisst ihr noch die Baupläne? Nun, ein Ingenieur baute diese Wunderwaffe für euer Schiff. Master Packels Gewehr feuert schneller als eine Artilleriebrigade und doppelt so schnell. Vielen Dank. Nur das Beste für meine guten Freunde. Ah, wisst ihr, da haben wir auch schon die Dinger, die wir haben wollten. Packelgewehr, Packelgewehre auf Schwachstellen abfeuern, RB halten, freies Ziel mit R. Okay. Müssen wir das irgendwie austesten? Ja. Och nö. Ich begleite euch auf der Reise. Wollen wir dann, Gentlemen? Ihr seid bester Laune, Shay. Warum auch nicht? Wir haben eine neue Waffe und können sie wohl bald einsetzen. Nebenbei. Templer sind meist gut bewacht. Und ich bin sicher, Smith macht da keiner auf. Diese Baupläne bringen noch einen weiteren Vorteil. Die Morrigan hat jetzt eine Ramme, die das Eis durchbrechen kann. Ich schätze von dieser Technologie, habe sie aber nie in Aktion gesehen. Was ist denn mit Smith? Wo steckt er? Ei, er segelt in diesen Gewässern. Und vielleicht hat er die Vorläuferschatulle. Dann haben wir erstmal direkt drei Schiffe auf einen Schlag. Was haben wir denn hier überhaupt? Das sollte ganz nah sein. Alle außer Großbergen! Morgen! So. Aha! Da ist er! Ein günstiger Zeitpunkt! Göttin Fortuna schenkt euch ihr Lächeln! Wir sind. Die Schatulle nicht beschädigen oder gar fassen. Schneller! Immerhin ist mein Schiff noch seetüchtig, Chevalier. Samuel Smith, Schatzmeister. Gas, Junge. Was? Oh, warum ist das Schiff kaputt? Vielleicht wollte er jemanden treffen. Oder stieß auf Piraten. Er überholt sein Schiff. Etwas muss geschehen sein. Hätten meine Verbündeten ihn angegriffen, wüsste ich davon. Jetzt können wir ihn schnappen. Smith verwaltet die ganzen Dinger da. Was ist hier auch immer da, Baller? Washington vertraute ihm die Vorläuferschatulle an. Er könnte sie noch haben. Shay hat recht. Die Schatulle geht vor. Also können wir ihn nicht versenken. Wir müssen sein Schiff haben. Okay, ich baller nochmal voll so müßig drauf. Was? So, voraus! Boom. Immer schön diese Eisberge versenken. Können wir nicht auf Reisegeschwindigkeit? Irgendwie nicht. Das Schiff lässt endlich vernünftig steuern! Bricht durch das Eis. Ihr scheint nicht der Einzige mit einem Rammsporn zu sein, Shay. Hoffentlich ist unserer ebenso gut. Naja, schneiden tun wir nicht gerade wirklich. Wenn wir einfach so ein bisschen den Weg von ihnen erfahren würden. Es klappt. Der Weg ist frei. Und erneut ist euch das Glück drum. Aber verschwendet keine Zeit mit Nein, nein. Smith entwischt uns. Eine Falle! Wenn unser Schiff nicht einfach urplötzlich mal gesagt hätte, nö, ich fahre nicht mehr, wäre ja alles super gewesen. Was zum Fick war das denn jetzt? Ja, jetzt... Ich wurde geändert? Und unser Schiff und plötzlich meinte, okay, ich weiß nicht.
Greif doch den Typen an, der direkt neben dir steht. Ach Mann, Leute. Wo soll ich bloß anfangen, wo Assassin's Creed unnötig ist? Die Geschichte ist endlos. So. Schnauze hier. Was war das denn jetzt für eine Aktion?